Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Das sind einige unserer Themen. Unschuldig in der Schuldenfalle. Banken tricksen mit Zinsen. Es kann verdammt schön sein, wenn man nach langem Überlegen und Vergleichen endlich einen Vertrag unterschreibt. Einen Kreditvertrag. Im sicheren Gefühl, dass man nun wirklich beim besten Angebot zugeschlagen hat. Niedriger Zinssatz, kleine Kreditprovision. Doch was genau Banken dafür im Verlauf der Jahre berechnen, das bleibt für viele Kunden völlig undurchsichtig. Ihnen wurden variable Zinsen versprochen, angepasst aber werden die vor allem dann, wenn sie gerade gut sind fürs Kreditinstitut. Wir leihen kriegen das überhaupt nicht mit. Beste Bedingungen für Banken, unbemerkt draufzuschlagen. Olaf Kumpfert erklärt, wie so ein Zinsklau funktioniert. Jens Leschmann ist den Machenschaften von Banken auf der Spur. Als gerichtlich bestellter Sachverständiger prüft er, ob die Zinsen auf den Kundenkonten richtig berechnet werden. Das Handeln der Banken ist insbesondere seit Beginn der Finanzkrise als geradezu raubritterlich zu bezeichnen. Die Zinsen werden drastisch erhöht, obwohl die Refinanzierung der Banken wesentlich günstiger geworden ist. Der Griff in die Tasche des Kunden wird also immer schamloser. Zum Beispiel bei Karl Ruschitzka. Der gelernte Koch rief Leschmann zu Hilfe. Im bayerischen Schliersee betreibt er ein Restaurant, investierte früh in eine Immobilie für die Altersversorgung. Dann kam er in finanzielle Schwierigkeiten. Wir sind zur Sparkasse gegangen, um darüber zu sprechen, wie man das in den Griff bekommen kann. Und daraufhin hat die Bank reagiert, es müssen alle Kosten auf den Prüfstand. Klar, sagte sich Ruschitzka, wollte aber auch die Kosten der Sparkasse prüfen lassen. Leschmann und Kollegen schauten sich die Kontoauszüge an und stießen auf merkwürdige Abrechnungspraktiken. Wir haben festgestellt, dass die Sparkasse deutlich zu viel Zinsen berechnet hat. Und zwar über die ganzen Jahre zwischen 6 und 8% zu viel. Zu Beginn der Finanzkrise haben wir eine regelrechte Zinsexplosion. Die Sparkasse bereichert sich hier unberechtigt mit knapp 12%. Daraus resultiert ein Gesamtschaden von deutlich über 70.000 Euro. Die Sparkasse hatte ihm ein Verrechnungskonto für die Mieteinnahmen aus der Immobilie empfohlen mit variablem Zins. Der sollte sich eigentlich nach dem Zins der Bundesbank richten. Das heißt, sinkende Bundesbankzinsen müssen nach geltender Rechtsprechung an den Kunden weitergegeben werden. Bei Ruschitzka aber geschah das Gegenteil, ermittelte Leschmann. Die Bank erhöht die Zinsen, obwohl Geldmarktsätze und Bundesbankzins deutlich fallen. In der Hoffnung und dem Wissen, dass der Kunde dieses weder prüfen noch geschweige denn nachrechnen kann. Und das führt gegenüber dem Kunden zu einer ungerechtfertigten Bereicherung. Ruschitzka fühlt sich betrogen, verklagt die Sparkasse. Die macht er für seine finanziellen Probleme verantwortlich. Vermutlich wären wir, wenn die Sparkasse richtig gerechnet hat, jetzt schuldenfrei und könnten eigentlich an den Ruhestand denken. So gesehen ist das nicht der Fall, also wir müssen noch ein paar Jahre dranhängen, um ganz einfach schuldenfrei zu sein. Zu den Vorwürfen erklärt die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee gegenüber Frontal 21 schriftlich, Zitat: Aus Vertraulichkeitsgründen, Bankgeheimnis, geben wir grundsätzlich keine Informationen über unsere Kunden heraus. Außerdem handelt es sich, wie Sie wissen, um ein laufendes Gerichtsverfahren, zu dem wir keine Stellungnahme abgeben. Nicht nur Sparkassen, sondern fast alle Kreditinstitute haben in der Finanzkrise gesunkene Zinsen nicht an ihre Kunden weitergegeben und damit richtig viel Geld verdient, kritisieren Verbraucherschützer. Durch die nicht richtige Anpassung der Zinssätze ist die Kundschaft insgesamt um ca. 1,2 Milliarden Euro geprellt worden. Dabei geht es um private Darlehen mit variablen Zinsen. Allein in den vergangenen 14 Monaten. Bei dem Zinsklau als Ganzen in diesem Bereich ärgert mich am meisten, dass es möglich ist. Weil wir seit Längerem eine Rechtsprechung haben, die eigentlich besagt, das ist, darf nicht möglich sein. Trotzdem haben wir die Situation, dass praktisch niemand aus der Aufsicht einschreitet. Und so kann sich Jens Leschmann vor Aufträgen kaum retten. Das ist Sonja Büttner aus Freyung im Bayerischen Wald. Mühsam hat sie über Jahre mit ihrer Familie ein heruntergekommenes Haus wieder aufgebaut, bis sie es vermieten konnte. Das Darlehen kam von der Volksbank. Über 15 Jahre hat sie es treu und brav bedient.
Wir haben jahrelang gezahlt und gezahlt und wir sind einfach nicht von den Schulden runtergekommen. Und da habe ich mir gesagt, da kann doch was nicht stimmen. Da muss man einmal genauer hinschauen. Da muss man auch die Bank mal nachprüfen. Ein Fall für Leschmann. Der stellt fest, die Volksbank hatte zwar Zinsanpassungen versprochen, hielt sich aber nicht daran. Gesunkene Zinsen dienten nur der Bank, nicht dem Kunden, hat Leschmann ausgerechnet. Wir haben festgestellt, wie hier an der Grafik zu sehen, dass die Volksbank deutlich überhöhte Zinsen berechnete, die ganzen Jahre hinweg. Erst nach Beschwerde wurde der Zins auf das korrekte Niveau angepasst, um dann im Zuge der Finanzkrise deutlich wieder nach oben zu gehen. Eine völlig ungerechtfertigte Bereicherung, aus der ein Schaden von deutlich über 60.000 Euro resultiert. Und nicht nur das. Die Familie wurde mit weiteren Rechentricks um ihr Geld gebracht. Die Kreditprovision zum Beispiel war mit 3% vereinbart. Tatsächlich waren es, so Leschmann, mehr als 4%. Und das ist meines Erachtens eine arglistige Täuschung des Kunden. Die Volksbank Raiffeisenbank Passau weist in ihrer Stellungnahme diese Vorwürfe von sich. Schriftlich heißt es, Zitat: Die VR-Bank Passau EG hält die von den Klägern geltend gemachten Ansprüche für unberechtigt. Gerade Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen, also genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche Institute, kassieren besonders rücksichtslos ab, so Leschmanns Bilanz. Die Banken können sich das deshalb leisten, weil sie ganz genau wissen, dass der Kunde keine Zinsabrechnung auf sein Girokonto zum Beispiel nachrechnen kann und sie deswegen auch keine Gefahr laufen, erwischt zu werden. Kunden haben durchaus eine Chance gegen die Kreditinstitute mit Hilfe von Verbraucherzentralen und von Sachverständigen wie Leschmann. Die holen im Schnitt fast 70% der veruntreuten Zinsen von den Instituten zurück. Der Fall Ruschitzka wird übermorgen vor dem Landgericht München verhandelt. Das will überprüfen, ob die Kreissparkasse vorsätzlich falsche Zinsanpassungen vorgenommen hat.